Hey Leute, schön, dass ihr mich wieder angeklickt habt. Ich bin's, euer Magashi. Ich mache jetzt ein Tutorial-Video über das Handwerk im Generellen. Das, was ich jetzt sage, kann eigentlich auf jedes Handwerk übertragen werden. Ich mache es jetzt nur anhand eines Beispiels hier in Trunk and Profit. Und zwar, ich gehe jetzt einfach mal an irgend so einen Stand. Also wir haben ja den Rüstungsschmiedetisch, wir haben ja den Amboss hier, wie ich in meinem letzten Video schon gesagt habe, den Seelen, ne, nicht den Seelensauber, den Feinschmiedetisch und hinten den Kochtopf. Ich suche mir jetzt irgendeinen aus, und zwar hier den Rüstungsschmiedetisch. Ihr seid hier, wenn ihr hier anfangt, Level 1, Rüstungsschmied. Das heißt, ihr könnt nur Level 1 Items herstellen. Das Level seht ihr hier auf der linken Seite, das geht so runter. Und ihr seht hier auch, was ihr herstellen könnt mit den Sachen, die ihr im Inventar habt. In meinem Fall wäre das jetzt hier der Felsen. Ich habe hier nämlich eine ganze Ladung unverfeinertes Erz. Jetzt werdet ihr euch vielleicht fragen, wo das Ganze herkommt. Man kann es sammeln, also selber einsammeln im Spiel. Ne? Das sind so grüne Symbole auf der Karte, die sehen aus wie so eine Klaue von einem Adler. Das soll wohl eine Pflanze symbolisieren, keine Ahnung. Auf jeden Fall werdet ihr es schon merken. Es glitzert nämlich, wenn ihr davor steht. Und das könnt ihr natürlich auch viel stressloser machen, allerdings gegen Geld, und zwar beim Gehegeverwalter. Dann geht ihr auf den Gehegeverwalter und in diesem findet ihr alle Drachen, die ihr bis jetzt eingefangen habt. Das könnt ihr natürlich hier mit Diamanten erweitern. Standardmäßig habt ihr, glaube ich, zwei hier unten und zwei oben im Gehege. Das hier sind die Drachen, die ihr jederzeit rufen könnt, und das hier sind die Drachen, die ihr im Gehege habt. Diese Drachen hier unten sollten eher Kampffertigkeiten aufweisen, und die Drachen, die ihr hier im Gehege habt, die sind dafür zuständig, euch Dinge zu sammeln. Und wir brauchen jetzt zum Beispiel für dieses unverfeinerte Erz einen Drachen, der darauf spezialisiert ist, unverfeinertes Erz einzusammeln. Also, wenn ihr auf einen Drachen geht, dann seht ihr so komische Symbole hier oben. Und wenn ihr auf Vorgänge geht und dann auf dieses Plus hier, dann seht ihr, wie viel mehr Prozent ihr bekommen würdet im Vergleich zu anderen Drachen, die diese Prozentzahlen nicht da stehen haben. So, 10% ist so der Standard, ist nicht viel, aber der Drache ist halt einfach hier ein Allrounder, und insofern lasse ich ihn jetzt einfach mal hier. Das ist das Erzsymbol, ich kriege 10% mehr darauf, wenn ich ihn jetzt losschicke. Hier habe ich das unverfeinerte Erz. Es soll eine Stunde gehen, weil 6 Stunden kosten mich 15 Diamanten. Das geht einfach gar nicht, dafür echtes Geld zu zahlen. Macht es auf gar keinen Fall. Ihr könnt nämlich mehrere Male hier draufklicken und dann kommt es fast aufs Gleiche raus. Ich schicke ihn jetzt mal 3, 4 Stunden lang nur Erze sammeln. Ja? Und zwar nur unverfeinertes Erz. Es geht natürlich noch weiter. Je höher ihr im Level seid, desto bessere und wertvollere, allerdings auch teurere Dinge könnt ihr euch einsammeln lassen. Und das habe ich jetzt schon gemacht. Ich habe das unverfeinerte Erz jetzt schon von meinem Drachen besorgen lassen, habe es jetzt in mein Inventar geholt. Ah ja, falls ihr nicht wisst, wie das geht, das zeige ich euch auch noch kurz. Dann gehen wir nochmal zum Gehegeverwalter. Hier unten ist das Drachennestlager, das heißt, hier sind alle Dinge, die eure Drachen für euch eingesammelt haben. Das unverfeinerte Erz habe ich jetzt rausgenommen, und zwar hier über dieses Symbol Güter in den Rucksack verlegen. Dann könnt ihr bestimmen, wie viel das sein soll. Oder auch unendlich, also sprich, die kompletten 176 wären es jetzt hier bei mir. Ja, und dann habt ihr das auf B in eurem Inventar drin. Na? Und nachdem ihr das getan habt, geht ihr zu dem Rüstungsschmiedetisch. So, jetzt habe ich hier das unverfeinerte Erz. Das wird hier schon bei herstellbare Rezepte angezeigt. Ich habe jetzt 83 dabei und aus diesen 83 kann ich 27 Felsen herstellen. So, jetzt haben wir hier Modalitäten. Ne? Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass nur eins dabei rauskommt? Das sind 95%, das ist gut.
Dann gibt es natürlich noch die Möglichkeit, dass vielleicht sogar zwei dabei rauskommen. Da besteht die Möglichkeit bei 3,3% und vielleicht sogar fünf rauskommen hier bei 1,3%. So, jetzt möchtet ihr dem Rüstungsschmiedetisch noch sagen, wie viel ihr davon haben möchtet. Ich möchte alles haben, deswegen nehme ich die kompletten 27 und klicke auf das Unendlichkeitszeichen und dann gehe ich auf Starten und dann fängt er an, automatisch für mich unverfeinertes Erz in Felsen zu transformieren. Und ich mache jetzt hier mal kurz einen Cut, weil ich möchte ja bestimmt nicht, dass ihr durch mich gelangweilt werdet und insofern sehen wir uns gleich wieder, wenn ich fertig bin. So, also ich bin jetzt fertig. Ich habe die 27 Felsen hergestellt und dadurch hat sich jetzt auch ein neues Fenster ergeben. Und zwar, ich kann die Rohschlossplatte jetzt herstellen. Das mache ich jetzt einfach mal. 9 Stück kann ich daraus machen. Ich habe hier noch den Grobstoff zufälligerweise im Inventar gehabt. Ja, okay, alles verbrate ich natürlich nicht. Ich mache es jetzt einfach nochmal, damit ihr das sehen könnt. So, wunderbar. Ich habe jetzt ein weiteres neues Material hergestellt. Und wenn ihr jetzt mal hier drauf geht, na, wenn ihr euch jetzt zum Beispiel einen Helm wünscht, ein Oberteil, na, dann je nachdem, was ihr für ein Level seid, na, hier steht immer das Level, was ihr dazu braucht. Na, und dann könnt ihr drauf gehen, hier auf das Canyon Wams zum Beispiel. Hierfür brauche ich das Kupfererz und leichte Lederfetzen. Das heißt, ich gehe jetzt gleich zu meinem Gehegeverwalter und befehle meinen Drachen, Kupfererz und leichte Lederfetzen zu besorgen. Das ist gar kein Problem, geht ganz fix. Dann nehme ich mir diese Items, beziehungsweise muss ich gar nicht, das macht das Spiel automatisch. Das wird dann anzeigen, dass ich die beiden Sachen in meinem Inventar habe. Und hier unten sehe ich die Wahrscheinlichkeit, dass es ein graues Item wird, also ein stinknormales Kack-Noob-Item oder eventuell sogar ein grünes Item. Ne? Da seht ihr schon. Also das normale Kack-Noob-Item hat hier 217,9 bis 226, das grüne hat schon 236 bis 246 physische Abwehr und generiert natürlich noch zusätzliche Attribute dazu. Also das wäre schon echt super. Hier gibt es auch Katalysatoren dafür. Vielleicht habt ihr euch schon mal gefragt, was das ist, was ihr euch da eingesammelt habt. Dieser Katalysator, den könnt ihr hier benutzen. Habe ich einen dabei? Tatsächlich habe ich einen dabei. Und hier seht ihr natürlich auch, dass die Wahrscheinlichkeit dann hochgeht, ne? Also die Wahrscheinlichkeit, dass es ein grünes wird, geht hier deutlich nach oben. Also ich kann das hier schon sehr krass machen. Lohnt sich natürlich nur bei Items, die es auch wert sind. Also wenn ihr jetzt 14 seid und ihr möchtet unbedingt das Canyon Wams herstellen, dann haut da nicht allzu viel Zeug rein, weil sobald ihr Level 16 seid, interessiert es euch schon nicht mehr und ihr müsst es irgendwie entsorgen oder verkaufen. Na. Und das Geld seht ihr natürlich nie wieder, das werdet ihr nie wieder reinbekommen. Ne? Schon gar nicht bei so low-gelevelten Items. Also, Zeug herstellen ist ganz einfach. Nochmal in Kurzform: Geht zum Gehegeverwalter, besorgt euch die Materialien, die ihr braucht. Wenn ihr vergessen habt, was es war, geht hier einfach her. Was auch immer ihr haben möchtet, Waffen natürlich. Ich kann mir jetzt einen Hakenkampfbogen herstellen. Da muss ich jetzt halt Grünrankenholzleiste 12 Stück haben und dehnbare Schreifen. Ne? Und dann gucke ich, was da die Grundvoraussetzungen sind, also was die Grundmaterialien sind, damit ich irgendwann den dehnbaren Streifen bekomme, 8 Stück. Und dann kann ich mir hier einen schönen Level 49 Bogen selber herstellen und verbessern. Natürlich genau das gleiche ist hier mit dem Schmuck. Na, ich kann hier jetzt Rohhaken herstellen. Na, ich weiß nicht, ob ich es später mal brauche oder nicht, deswegen lasse ich das jetzt. Produziert nur das, was ihr braucht. Ansonsten lasst erstmal, wenn ihr nicht unbedingt es aufs Aufleveln
angelegt habt, dann lasst es auf jeden Fall. Ne? Also stellt nicht unnötiges, wertvolles Zeug her. Ne? Das muss nicht sein, weil ihr habt ja auch nur begrenzt Platz, sowohl im Inventar als auch in der Bank. Und jede Erweiterung kostet ja Geld. Also seid da vorsichtig. Produziert nur das, was ihr braucht, um euch aufzuleveln, um das produzieren zu können, was euch interessiert. Aber ansonsten lasst ihr die Finger davon. Weil es wird ja auch ziemlich teuer werden. Ne? Das geht ja dann in die Zehntausende irgendwann, ne? Auf Level 50. Und das wird bestimmt noch viel, viel, viel schlimmer. Und natürlich kann man hier auch das Ganze noch mit Kochen machen und auch mit Alchemie machen. Hier hinten haben wir den Alchemie-Baukasten. Da könnt ihr das natürlich genauso machen. Also das bezieht sich jetzt grundlegend auf alles, was auch immer ihr machen möchtet, so könnt ihr es dann auch tun. So, ich wünsche euch viel Spaß beim Ausprobieren. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen weiterhelfen. Wir sehen uns im nächsten Video. Ich freue mich tierisch über einen Daumen oder ein Abo. Und ich sage einfach, bis später.